Heute schauen wir uns das Peppa Pig Auto an. Mit dabei ist eine Figur von Papa Wutz, Mama Wutz und von Peppa. Und eine Fernsteuerung, die aussieht wie ein Lenkrad, um das Auto zu steuern. Auf der Rückseite der Verpackung sehen wir das Auto in der echten Serie. Aber ich würde sagen, wir packen das Spielzeugauto und die Fernsteuerung jetzt erstmal aus. Hier haben wir das Auto mit Papa Wutz am Steuer, Mama Wutz als Beifahrerin und Peppa hinten auf der Rücksitzbank. Hier haben wir die Fernsteuerung, aber wir müssen das Auto jetzt erstmal noch einschalten. Und dann, ihr habt es gehört, ertönt die Titelmelodie aus der Peppa Wutz Serie. Auf der Fernbedienung haben wir eine Hupe und durch Bewegen des Lenkrads nach links oder rechts bewegen sich die vorderen Reifen. Das heißt, ihr könnt somit das Auto lenken und steuern. Daneben habt ihr noch Knöpfe zum Vorwärts- und zum Rückwärtsfahren. Dann testen wir das Auto mal ausgiebig aus. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, eine Schorschfigur auf die Rückbank zu setzen und dann könnt ihr mit dem Auto überall hinfahren. Viel Spaß! Das wär's dann von Peppa Wutz Auto. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.